Wie fühlst du dich an deinem Arbeitsplatz? Gemobbt, unterstützt, einsam, glücklich, unglücklich, respektiert, nichts davon. Ich bin überhaupt nicht gemobbt. Ich fühle mich zum Teil unterstützt. Glücklich, manchmal unglücklich. Unterstützt, glücklich und respektiert. Das ist jetzt schwierig, weil ich ja jetzt keinen fixen Arbeitsplatz in dem Sinne habe. Derzeit kann ich dazu nichts sagen, aber bei den Arbeiten oder bei den Arbeitgebern, bei denen ich war, da war ich glücklich. Also richtig glücklich, so dass mir das Herz aufgeht, bin ich auf der Arbeit nicht. Muss man aber auch nicht sein. Letzten 2,5 Wochen habe ich einmal stabil wo gearbeitet. Wenn ich darauf abstelle, mei, da war ich glücklich, da war ich unterstützt, da war ich respektiert, das war super. Aber ich bin halt zum Beispiel dann mit dem Gehalt unglücklich, weil ich mir denke, okay, es macht mir voll viel Spaß, aber ist halt dafür nicht gut bezahlt. Also ich habe 4 Monate im Kindergarten gearbeitet und da kann ich echt nur Positives rausholen. Meine Sichtweisen werden von anderen respektiert. Also wenn es darum geht, Teamtreffen und ich irgendwie sage, habe ich keinen Bock drauf, dann wird das respektiert. Ich wurde auf jeden Fall unterstützt. Ich hatte eine Chefin, die war super lieb zu mir. Die hat mir auch ganz viele Freiheiten gegeben. Ist bei mir schwierig. Also mit meiner Arbeitssituation bin ich eigentlich im Großen und Ganzen glücklich, formulieren wir es so. Arbeit ist für dich vor allem eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Oder eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Es ist leider eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es wäre gut, wenn es eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung geben würde. Für mich halt vor allem eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, darüber denke ich viel nach. Ich war früher eher immer auf dem Trip, ach komm, ich will nur mit irgendwas Geld verdienen, selbst verwirklichen kann ich mich in meiner Freizeit. Dann hatte ich natürlich Jobs, wo ich keine Freizeit hatte, ne? Kann man auch sagen, beides? Ja. Dann beides. Das Optimale ist beides. Wie sagt man, die meisten arbeiten, um zu leben? Ich würde gern aber, nee, die meisten arbeiten, leben, um zu arbeiten, aber ich würde gern arbeiten, um zu leben. Ne? Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann, wenn ich 50 bin oder 60 bin oder langsam in Rente gehe, dass ich sage, boah, ich habe wirklich das gemacht, was ich wollte und ich konnte mich meinen Horizont erweitern durch meine Arbeit. Ich würde niemals etwas wählen, woran ich kein Interesse habe, aber das Geld irgendwie stimmt. Das ist für mich so ein Luxus, den man sich heute leider nicht so wirklich rausnehmen kann. Oder man bleibt dann doch irgendwie auf der Strecke. Erfüllt dich deine Arbeit gerade? Ordne dich auf einer Skala von 0 bis 5 ein. Null überhaupt nicht, ja, total 5. Ich meine, wir sind ja zurzeit beide gerade Arbeit suchen. Ich weiß nicht, wie wir das beantworten sollen. Drei. Drei. Ich nehme die 4. 4,1. Eins? 1 bis 2. Ich fahre halt Pizza aus. Es ist eine 1 auf jeden Fall. Es erfüllt mich nicht so. Aber es ist okay auf jeden Fall. Oh, Digga, das ist das Beste. Also, ey, aber gut, Mann. Also jetzt 5 gibt es wahrscheinlich einfach nicht da. Bei mir ist es auf jeden Fall 5. Die Arbeit in der Nachmittagsbetreuung erfüllt mich definitiv noch nicht komplett. Das, was ich gerade mache, ist viel zu technisch für mich, viel zu strukturiert. Vollzeit an der Bank kann ich mir jetzt auch noch mal vorstellen, das wird mir jetzt nicht ganz erfüllen. Also ich bin total glücklich mit meinem Job und kann mir nichts anderes vorstellen. Gerade erfahre ich so viel Wertschätzung und positives Feedback, dass ich sagen muss, es erfüllt mich doch sehr. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie so mit einem Lächeln raus und sage so, boah, geil, die Akten bearbeitet, Zahlungen angewiesen, irgendwie so, oh, hurra, was Gutes getan. Meine einzige Arbeit im Moment ist umpacken und dann wieder wegfahren und das erfüllt mich, ja. Es gibt bestimmt Arbeit, die erfüllender ist, weil man sagt, ich habe auch was Gutes getan, jemand profitiert davon. Das ist jetzt bei mir nicht so. Würdest du sagen, dass dein momentaner Job deiner Qualifikation entspricht? Auch wieder von 0 bis 5. 0 ist überhaupt nichts, 5 ist ja total. Ich würde mich bei 1 einordnen. Ich sag mal 3. Würde ich auch sagen, 3. Ja, total würde ich sagen 5. Also ich muss jetzt sagen, meiner Qualifikation entspricht es auf alle Fälle. Mein Job ist eigentlich über meiner Qualifikation momentan. Ich könnte mehr machen und mehr erreichen. Ich habe jetzt nicht vor, mein Leben lang Eisverkäuferin zu bleiben. Gewisse Sachen muss man schon drauf haben, aber anspruchsvoll oder sowas ist es jetzt nicht wirklich. Meine Qualifikation jetzt nicht von dem, was ich schriftlich auf einem Blatt Papier habe, sondern von dem, was hier oben drin ist, wie meine Fähigkeiten sind, die jetzt nicht festgestellt werden können, warum auch immer, würde ich sagen, 1, also fast überhaupt nicht. Ja, Pizza, es ist ja eher ein 1, ein 0 auf jeden Fall. Ich glaube, dass der mich unterfordert. Also da muss ich definitiv nicht alles machen, was ich kann und was ich schon gelernt habe. Findest du, dass du deiner Qualifikation entsprechend bezahlt wirst? Ordne dich auf der Skala 0 bis 5 ein. Überhaupt nicht 0, ja total 5. Null.
1,5. Ich mache das echt gut, was ich mache, und ich kriege dafür viel zu wenig Geld. So. Also ich habe 3 Universitätsabschlüsse, spreche mehrere Sprachen und kriege 890 Euro im Monat. Ich finde, ich werde da überhaupt nicht entsprechend bezahlt. Ich werde gut bezahlt, könnte aber gerne mehr sein. Es könnte immer besser sein vom Geld, aber dafür, dass ich Lehrling bin, muss ich sagen, verdiene ich eigentlich recht gut. Der Job an sich, glaube ich, müsste mehr oder besser bezahlt werden, aber für meine Qualifikation ist es völlig okay. 8,50 Euro ist ja jetzt auch nicht überall der Fall, dass man das bekommt. Ist zwar Mindestlohn, aber damit kann man vorne und hinten nicht überleben, wenn man halt dann noch Aspekt Wohnung und die Fixkosten und alles mit einberechnet. Ich kann gerade so meine Mietkosten und mein Essen bezahlen. Das geht überhaupt nicht. Ich finde generell, dass soziale Berufe zu wenig bezahlt werden, weil es einfach so wichtig ist. Und deshalb finde ich, dass es generell ein Problem ist. Ich selber finde es okay. Wie wichtig ist dir deine Arbeit im Moment? 0 überhaupt nicht wichtig, 5 sehr wichtig. Zwischen 2 und 3. Also bei mir ist es so eine Art Berufung. Mir ist es sehr wichtig. Sie ist mir wichtig, weil sie mir Anerkennung gibt. 2,5, also goldene Mitte. 2 bis 3. Würde ich sagen 5. 4 oder 5. Also ich würde sagen 5. 5, es ist mir sehr wichtig. Ja, also ich habe schon echt krampfhaft versucht, so, nachdem ich halt wusste, okay, ich bin schwanger, noch in Arbeit zu kommen. Es ist halt schade. Hast du die Klingel angelassen? Ja, war jemand unten. Ach so. Emotional würde ich sagen auf einer 3. Es macht mir schon Spaß, aber es ist jetzt nichts, wo, ohne das ich nicht leben könnte. Also es steht nicht an oberster Stelle, also es ist eine 4,5. Schon wichtig, also ich brauche den Job schon auf jeden Fall für das Geld. Also schon eine 4. Ich würde was anderes finden, aber es ist schon wichtig. Könntest du ohne Job glücklich sein? Ja, sieht man mir an. Könnte ich schon. Ich auch, denke ich. Ja, wenn ich das Geld habe. Nein, absolut nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, ganz klar nein. So ein Monat Urlaub ist was anderes. Da weiß ich, gehe danach wieder auf Arbeit, das ist gut, aber nee. Also die ganze Zeit zu Hause rumsitzen und nichts verdienen, und wie soll man dann leben? Wenn ich im Lotto gewinne, dann ja. Wenn ich jetzt quasi, wenn das wieder verbunden ist mit Existenzängsten, dann nein. Angenommen, ich bräuchte finanziell keinen Job, dann kann man sich ja irgendeine andere Aufgabe suchen oder irgendeine andere Beschäftigung. Ohne Job glücklich sein geht auf jeden Fall. Ich könnte auch ohne Job glücklich sein, aber nicht ohne Berufung. Für mich ist das das Gleiche. Man kann auch Sachen machen, die einem Spaß machen, aber kein Geld dabei verdienen. Also man braucht, glaube ich, schon eine Aufgabe. Ich brauche eine Aufgabe, wo ich irgendwie was Sinnvolles machen kann. Und auch eine Aufgabe, die über das eigene, die eigenen 4 Wände hinausgehen. Wenn ich weiterhin das Ehrenamtliche machen könnte, was ich jetzt mache, und trotzdem irgendwie Geld hätte, dann könnte ich wahrscheinlich auch ohne Job glücklich sein. Das ist ja wie mit der finanziellen Sache. Ohne Job kein Geld oder wenig Geld, und wir sind trotzdem glücklich. Wir machen halt das Beste draus.